Um den Graphen einer Funktion zeichnen zu können, muss ich ihn in der Form y ist gleich stehen haben oder f von x ist gleich. Und das schreibe ich dann bei y ist gleich, da steht auch dieser Button, so hin. Meine Funktion heißt jetzt hier zum Beispiel minus 2x plus 4. Die Variable steht immer hier. Jetzt habe ich meine Gleichung schon mal eingegeben. Zeichnen mit dem Taschenrechner könnte ich den jetzt sofort mit Drücken auf Graph. Aber wir wissen jetzt ja nicht genau, wo die ganzen Punkte liegen. Und wir wollen jetzt eine Wertetabelle erstellen, mit der wir das Ganze auch lesen können. Und das funktioniert beim Taschenrechner über Table. Heißt, ich habe jetzt hier quasi lauter Punkte, die ich so in das Koordinatensystem eintragen kann. Mein x-Wert 0 bedeutet einen y-Wert von 4. Gehen wir wieder auf Graph zurück. Bei 0 ist es der y-Wert 4. Also habe ich schon mal die ersten Punktkoordinaten mit 0 und 4. Und dann kann ich weiter eintippen oder weiterzeichnen. 1, 2, 2, 0, 3, minus 2. Brauche ich andere Werte, kann ich natürlich nach oben bzw. nach unten gehen. Sollte mir diese Schritte nicht ausreichen, weil ich zum Beispiel für x gleich minus 2,5 das Ganze brauche, dann muss ich einfach nur meine Schrittweite ändern. Das funktioniert über secondf table set. Da fragt er mich dann mein table start. Heißt, in dem Fall nehme ich zum Beispiel minus 3, dann fängt meine Tabelle bei minus 3 an und mein Table Step, also meine Schritte, die ich von einem zum nächsten x-Wert habe, die gebe ich jetzt mal auf 0,5 ein. Und wenn ich jetzt auf Table gehe, habe ich eben auch die 0,5er Schritte drin, also eben auch meinen y-Wert für minus 2,5, wenn ich das einsetze. Und mein Graph wird genau diese Ergebnisse haben. Minus 2,5 wird hier oben bei 9 landen. So zeichne ich, kann ich quasi jede Funktion zeichnen.